Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendung Herrlich, Ehrlich, Menschenhautnah. Mein Name ist Lisa Trompisch und ich darf hier wie immer an dieser Stelle spannende Gäste und ihre außergewöhnlichen Lebensgeschichten präsentieren. Und mein heutiger Gast ist eine wahre Ikone des österreichischen Kabarets. Sie hat in 3800 Vorstellungen zum Beispiel in Simpl gespielt und gilt auch als eine der spitzesten Zungen am österreichischen Society-Parkett. Ihr guter Freund Julian F.M. Stöckel, der deutsche Paradiesvogel, sagt zum Beispiel über sie, sie ist die österreichische Joan Collins. Und heute ist sie bei mir, Edith Leira. Schön, dass du da bist. Danke herzlich für diese lieben Worte. Also die Joan Collins, meine ich, ist denn doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber Österreich ist auch klein, also Amerika, also los muss gut. Joan Collins für Arme. Liebe Edith, die Bühne war dir ja eigentlich vorbestimmt. Du hast ja schon so eine Art Kinderschauspielausbildung gemacht, Ballett. Ja, ich habe mit 3 Jahren gesagt, ich wäre Schauspielerin und weiß aber nicht, wie ich in dieser miesen Nachkriegszeit auf die Idee gekommen bin. Ich habe doch nie ein Theater von innen gesehen. Aber ich mutmaße, dass jemand zu mir gesagt hat, weil ich war ein lebendiges und sehr aufgekratztes Kind. Und dann, du bist doch gar nicht Schauspielerin. Und dann habe ich gedacht, aha. Ich werde Schauspielerin. Und das habe ich also laut verkündet. Meine Mami hat jedes Wort geglaubt, das ich gesagt habe. Der Papa war etwas kritischer. Und als ich 5 war, hat sie gesagt, weißt du, wenn du Schauspielerin wirklich werden willst, dann musst du aber jetzt auch in die Ballettschule gehen. Denn auf der Bühne muss man sich bewegen können. Ja, habe ich gesagt, das mache ich. Habe keine Ahnung gehabt, was das für eine Knochenarbeit ist, dieses Ballett. Aber ich habe es auch geliebt. Und ich finde, Ballett ist eine Königsdisziplin der Bühne. Es ist am heutigen Tage auf einem Niveau, das so atemberaubend hoch ist, dass man ja also wirklich begnadete Körper sind, dass die das schaffen, in einem Ballettabend in der Oper mitzutanzen. Und zwar auch die in der letzten Reihe ist so gut wie die in der ersten. Es ist das Niveau fantastisch. Also Ballett ist überhaupt ein sehr, sehr aufregendes Musical, wenn man denkt, wie die Ballettszene mitreißen, nicht wahr? Überhaupt, wenn Jerome Robbins oder so einer die Choreografie gemacht hat. Also kurzum, ja, das habe ich also gemacht und bin dann, da war ich 7, in die Kinderschauspielgruppe, das gab es damals, Erika Dambacher, und das war lauter begabte Fratzen, aber wir waren ein bisschen wie Marionetten, wir waren unglaublich gecoacht, also jede Handbewegung und alles, was wir gemacht haben, ein bisschen ein künstlicher Eindruck, aber wenn man dann als Kind schon verstanden hat, dass man die Leute auch erreichen muss und mit ihnen reden muss, so wie mit der Mami, also möglichst natürlich, dann war das keine schlechte Schule. Wir haben fast täglich Vorstellungen gehabt, ich musste vom Staatsschulrat immer extra Bewilligung kriegen, weil ich war ja nicht so gut in der Schule, und für die abendlichen Vorstellungen, und dann hat meine Mami die Aufgaben gemacht. Und so bin ich ganz gut durchgekommen. Also und auch nach deinen ganzen Ausbildungen, du warst ja dann in Deutschland und bist dann auch wieder zurück nach Wien gekommen und hast dann auch Kabarett gemacht. Was ist das Besondere am Kabarett und vor allem als Frau damals war das sicher nicht nur lustig, oder? Ich habe doch gar keine Ahnung gehabt. Ich war im Staatstheater Saarbrücken und habe dort mit 16 begonnen und mit 18 bin ich weggegangen von dort und bin dort, meine Mami hat im Kurier gelesen, dass Gerhard Bronner sucht ein Traummädchen, das tanzen, singen und spielen kann. Und die Mami hat sich gedacht, das kann meine Tochter und da könnte sie nach Wien zurückkommen und das wäre wunderbar. Und also sie hat mich angerufen, ich soll kommen, der Bronner will mich kennenlernen. Und wir sind damals in die Marietta Bar gegangen und er hat da hinten ein Klavier gehabt und hat mir da was vorsingen lassen. Ich habe zufällig hier mein Song Violetta gesungen und er hat das gut gefunden. Und dann wollte er, dass ich ganz extrem ordinär spreche. Und das kann ich ja gut, weil ich kenne ja die Gassenbuben, wie die reden. Und ich musste nämlich am Fußballplatz so eine Puppi, Nati hat nicht Puppi geheißen, Putzi hat sie geheißen, die Putzi spielen. Und Herr Schlechter, Rinzahn, so, also im ärgsten Wiener Slang. Und er war so verblüfft, dass ich das kann, sagte, Sie sind doch aus gutem Haus. Habe ich gesagt, ja, aber ich höre ja, was ringsherum auch gesprochen wird. Also kurzum, habe das Engagement gekriegt. Ich war die Putzi beim Bronner. Und da war ich die einzige Dame in einem 5-Herren-Ensemble. Und es war natürlich schon eine tolle Zeit, weil was da
Gehirnschmalz auf der kleinen Bühne zusammengeronnen ist. Das findest du heute in 10 Kabarettprogrammen nicht mehr. Es überhaupt, das Kabarett hat sich komplett verändert. Es gibt dieses Nummernkabarett, dieses Köstliche, eigentlich nicht mehr. Wir waren ja Schauspieler, die einfach Kabaretttexte gesprochen. Man musste karikieren lernen, mit 3 Strichen eine Figur zeichnen. Du hast nicht die epische Breite, um einer Rolle den Charakter des Publikums darzubringen, sondern du musst in ganz kurzen Sketches und wenigen Sätzen die betreffende Person sein. Und das lernt man im Kabarett. Man lernt mit ganz knappen Dingen, auch mit Stimmimitation und Körpersprache, zumindest der Bronner hat es nie gemacht, der war immer er selber, nicht? Es hat einige gegeben, die nur sie selber waren und trotzdem großartig. Aber Wandlungsfähige hat er auch gehabt, das war zum Beispiel der Heinz Konrads oder der Mulier, die waren ja im Simpel. Und ja, wir waren noch eine recht arrogante Gruppe, weil wir haben den Farkas oft im zwischen den Auftritten war eine Farkas-Sendung, das war ja jedes Monat damals. Im Büro ist ein kleiner Fernseher gestanden, sind wir ins Büro gestanden. Oh, hey, die alten Nomen, schrecklich. Also, wir haben nur gelästert. Und mir war ja überhaupt nicht bewusst, was ich da sehe, wenn ich den Farkas gesehen habe. Was das für ein grandioser Könner war. Und was der Hugo Wiener für wundervolle Texte geschrieben hat. Aber ich habe viele Hysterchen gehört, immer wieder, die kursiert sind über diese Leute. Einmal hat die Cissi Grande, die war ja eine Handige, und die hat zum Hugo gesagt, Hugo, lass dir das nicht gefallen, da steht in meine Farkas-Revue am Programm und du hast das geschrieben. Und das sagt also der Hugo Wiener in seiner eleganten Art zum Farkas. Er würde doch sehr bitten, dass er beim nächsten Mal auch am Plakat aufschreibt. Ja, ja, sagt der Farkas, ja, das machen wir. So, also am nächste Show kommt heraus, steht groß drauf, eine Wiener Farkas-Revue. Na, was ist da? Er ist halt ein Profi. Wir haben so nett auch im Vorgespräch gesprochen, jetzt bist du schon so viele Jahre auf der Bühne und du hast zu mir gesagt, auch der Vorteil des Alters ist, dass man sich kein Blatt mehr vor den Mund nehmen muss, oder? Doch, ich bin halt der Meinung. Ich war nie besonders diplomatisch. Ich bin überhaupt im Leben nicht diplomatisch. Ich finde, die Ehrlichkeit ist den Menschen zumutbar. Das ist aber jungen Kollegen nicht unbedingt angeraten. Denn Regisseure und Intendanten sind sehr empfindliche, mimosenhafte Pflänzchen. Also wenn du da ein schiefes Wort sagst, oh, irgendwas, das gefällt mir, oh je, je, je. Also nicht, wenn du jung bist. Wenn du alt bist, so wie ich, kannst du alles sagen. Du bist ja auch weiterhin jetzt auf der Bühne, gerade jetzt in der Komödie am Quai, in den Golden Girls. Da spielst du die Blanche Devereaux. Exactly. Die perfekte Rolle für dich. Ich weiß es nicht. Also die Blanche ist jedenfalls eine nymphomanische Witwe. Und das ist halt ein bisschen ungünstig, weil sie ist immer auf Männersuche. Das war ich mein Leben nicht. Ich war weder Witwe noch auf Männersuche. Aber die Blanche ist es, ja. Und es ist insofern schon eine sehr pointierte Rolle. Dieses ganze Stück ist mir ein Rätsel, denn ich bin draufgekommen, ich habe die Golden Girls nie gesehen, denn zu der Zeit habe ich selber jeden Abend gespielt und bin daher nicht zum Fernsehen gekommen. Aber jetzt, da hat man mir gesagt, du kannst dir das anschauen und man hat mir dann Bänder vorgespielt von den Original Golden Girls und da dachte ich, das auf Englisch Wort für Wort, was wir sagen. Das ist einfach eine Aneinanderreihung dieser kurzen Sendungen, genauest übersetzt und dann kommt schon die nächste und die nächste und die nächste. Also wie das rechtlich geht, wie das urheberrechtlich geht und verlagstechnisch geht, ist mir ein Rätsel. Aber da gibt es einen deutschen jungen Schauspieler und Produzenten, der heißt Christoph Stössel und der ist auf die geniale Idee gekommen, das Ganze in ein Theaterstück zu machen und zu übersetzen. Und so ist es. Wir sind also in hohem Maß am Originaltext dran, spielen es aber natürlich mit unseren Persönlichkeiten, aber auch angelehnt an die Original Golden Girls. Also ich habe die dann natürlich sehr schätzen gelernt, weil das sind schon tolle Profis, weil in Amerika solche Karrieren macht, lieber Gott, da muss man schon sehr gut sein. Absolut. Weil du auch gesagt hast, also die Blanche ist ja auf Männersuche permanent, mhm. Du warst das nicht, du bist schon ewig lang mit Heinz Busch
dein Lebensmensch zusammen. Ja. Wie 24 Jahre. Wie funktioniert das so lang, so gut? Ich habe ihn domestiziert. Er war in hohem Maß sozialisiert, aber schon die Freiheit gewöhnt. Und ich habe ihn, aber ich habe das mit sehr viel Liebe gemacht. Ich habe ihn einfach geliebt. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zurückzulieben. Und wie habt ihr jetzt auch die Pandemie überstanden, wenn der Lockdown war, viel zusammengeklebt? Sehr locker. Naja, das Einzige, was mich dabei genervt hat, ist, dass ich täglich kochen musste. Weil mein Mann geht immer mittags ins Restaurant, das tut er gern. Da geht er allein und er geht aus und einmal sucht er sich das aus, einmal sucht er sich das aus. Und da musste ich also kochen. Und da er ja ein verwöhntes Hund ist, habe ich natürlich versucht, gut für ihn zu kochen. Und das ist heute mühsam. Du musst einkaufen, Plan machen, kochen. Wegräumen, die Küche sauber machen, der halbe Tag ist vergangen oder ein Dreiviertel des Tages. Und da habe ich ihm gesagt, Puppi, am 15. Mai ist der Lockdown vorbei, da schließt die Küche in der Rauensteingasse aus. Herrlich. Also das war das Einzige, was mich am Lockdown ein bisschen inkommodiert hat. Ansonsten war mir der Lockdown wurscht, es war halt ein Hockdown. Man ist halt ausgehockt. No, und schadet einem auch nicht. Es gibt so viel zu lesen, es gibt so viel zu sehen, es gibt so viele Fernsehprogramme. Man muss jeden Tag den Kurier lesen. Mein Mann hat ihn abonniert, also muss man. Ich schaue immer dann jede Seite an, das dauert auch seine Zeit. Also. Absolut. Was ja auch viele wissen wollen, weil du siehst blendend aus, immer perfekt gestylt. Bitte, was ist dein Beauty-Geheimnis? Warum kommst du dem Alter davon? Make-up, Schminke. Ich habe mich im Laufe der Zeit gelernt, immer raffinierter zu schminken. Und das ist wirklich alles. Ab und zu. Irgendjemand hat mir gesagt, Botox ist ganz, ganz ungünstig, weil sich das auch im Hirn ablagern kann. Na jetzt, mein Hirn ist ohnehin schon brüchig. Gebe ich lieber auch. Also eigentlich mache ich schönheitsmedizinisch-technisch so gut wie gar nichts. Wenn man sich alle 20 Jahre einen kleinen Lift machen lässt, was ich getan habe, erstens einmal ist der Effekt bei mir sehr schnell, lässt er nach. Dann sagt er, ja, Sie haben halt eine weiche Haut oder so irgendwas. Also, schön. Nutzt eh nichts. Dann ist man wieder da, wo man war. Aber dass es schlechter würde davon, ist ein Märchen. Also, meine Damen, lassen Sie sich bitte liften, wenn Sie das Gefühl haben, Sie würden es brauchen. Und ich stehe hinter allem, was ich gemacht habe. Ich sage auch jedem, was machen Sie? Sage ich, ja, ich verwende jetzt das oder das. Meistens sind es billige Kosmetiker, weil ich bin der Meinung, die haben denselben Effekt wie die teuren. Jetzt zum Abschluss noch, weil gerade in Hollywood ist ja jetzt der Trend, Natürlichkeit natürlich zu altern. Viele Damen zeigen sich auch mit weißen Haaren am Red Carpet. Helen Mirren, Andy McDowell. Wäre das was für dich? Das wäre überhaupt nichts für mich. Schön ist nur wirklich weißes Haar. Damit sieht man prachtvoll aus. Aber wenn das Haar nur so grau ist und nicht wirklich kräftig ist, du brauchst sehr kräftige graue Haare, damit das was zeigt. Wenn man so ein bisschen dünne Haare hat, na, also lieber färben, muss ich schon sagen. Ich habe nicht den Mut, grau oder weiß her. Weiß würde ich gern, aber man muss mir weiße Perücke aufsetzen, die passen mir blendend. Es ist auch kein Wunder, dass man sich in der Barock- und Rokoko-Zeit weiße Allonge-Perücken gemacht hat. Schön war man damit. Es hat das Gesicht hell gemacht. Es hat was für einen getan. Es hat gehoben. Ja. Wenn du jetzt ganz kurz nochmal zurückblickst auf deine Karriere, gibt es irgendwas, was du bereust oder heute anders machen würdest? Was weiß ich. Es ist das Leben so gelaufen, wie es lief. Ich wollte überhaupt, wenn überhaupt, bin da von Zürich nach Wien gekommen und habe vom Flossmann eben dieses Angebot gehabt im Simpel. Ja, ist das Maria im Simpel? Wir haben immer so geschimpft über den Simpel. Na gut, ich mache es halt ein Jahr lang, um wieder nach Hause zu kommen. Und aus dem einen Jahr sind 15 geworden, weil ich mit diesem unglaublichen Mastermind Flossmann, der Mann war so hochintelligent und hat eine so brillante, hat das Wort so untertan gehabt. Jeder Satz ist mit einer geschliffenen Point geendet. Es war fabelhaft. Und ich habe so lachen müssen. Also hinter der Bühne über ihn. Auf der Bühne nicht. Aber ich habe mir gesagt, du, wenn es einmal so weit ist, ich lasse mich liften, deinetwegen. Das musst du bezahlen, weil ich so viel lachen muss mit dir. Also es war
letztendlich eine lustige Zeit. Aber Kabarett ist für Frauen keine gute Zeit, auch heute noch nicht. Es sei denn, es ist eine dieser Stand-up-Comedians, die ihre eigene Show machen und über sich was erzählen. Oder über den Zeitgeist plaudern oder ich weiß nicht, irgendwas kritisieren. Meistens sind sie ohnehin auf der etwas grünen Seite angesiedelt. Und das ist aber nicht meins. Also das ist auch für mich nicht Kabarett, it's Comedy vielleicht. Wenn ich das richtig verstehe, dieses Wort. Absolut. Liebe Edith, wir sind leider schon wieder am Schluss. Vielen Dank, dass du da warst. Wer dich sehen will, Golden Girls, Komödie am Quai. Sehr zu empfehlen. Es ist wirklich ein Riesenerfolg geworden. Ich freue mich so drüber. Es war für mich so unerwartet, dass ein derartiger Zuspruch am Ende aus dem Publikum kommt. Ist schön. So soll es sein. Danke, ja, dass du da warst. Danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Und wie immer das Allerwichtigste an dieser Stelle, bitte bleiben Sie gesund.